Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, der Fortuna Talk von Projekt Megafon. Projekt Megafon, das bin ich, der Wampendrümmel auf Twitter und der Micha at Schirensky auf Twitter. Wer es nicht schreiben kann, guckt in die Videobeschreibung oder die Shownotes. Wir sind natürlich immer dankbar für Feedback, wenn ihr uns, egal auf welchem Wege, wissen lasst, ob ihr die Show gut oder schlecht fandet. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook, YouTube, Soundcloud, iTunes. Wir freuen uns natürlich immer über positive Rezensionen. Aber wenn ihr Kritik habt und üben wollt, und wir bitten euch, weil wir uns verbessern wollen, übt Kritik so viel ihr könnt. In YouTube, in Facebook, in Twitter findet ihr uns und kritisiert uns bitte, wenn ihr Kritik habt. Und ansonsten teilt uns, liked uns, liebt uns. Und ich glaube, eine Mannschaft, die wir lieben, ist Fortuna Düsseldorf, oder Micha? Ja, genau. In diesem Spiel ging's nach San Pauli. So, vor diesem Spiel beschäftigen uns natürlich wieder ein paar Sachen. Außer, dass Dr. Felix Brüch Schiedsrichter war. Ich war ein bisschen überrascht, dass er so eine Partie halt gefeilt in der zweiten Liga. Von einem, so einem Champions-League-Schiedsrichter mit viel Erfahrung. War ich so ein bisschen überrascht. Rensing war immer noch verletzt. Aufstellung war halt 4-4-2 oder 3-5-2 oder 4-1-4-1. Ich habe das Gefühl, ich lese in den letzten 3-4 Wochen immer das Gleiche vor, weil die so oft die Taktik ändern und verschieben. Das ist unglaublich. Wenn ich so auf die Aufstellung gucke, dann war Osami in der Startelf. Micha, wie fandest du das denn? Ja, fand ich gut, dass da auch mal Osami endlich sein Startelfdebüt bekommen hat. Ich glaube, eine Personalie, die du nicht so toll fandest, war Schaute, spielte wieder von Beginn als Rechtsverteidiger. Auch er bekam wieder Einsatzzeit. Spiel geht los. Eigentlich nach 10 Minuten aus dem Nichts, könnte man fast sagen. Usami nach der Ecke, also der Ball kullert irgendwie zu ihm, würde ich behaupten. Und der rennt einfach drauf los und knallt ihn wirklich mit dem rechten Außenriss in den Winkel. Ich glaube, 16, 17 Meter Distanz. Prallte der Ball zu ihm, der knallt ihn wirklich. Der Ball dreht sich voll oben rechts ins Eck. Hammer, oder? Ja, der Schuss war traumhaft mit, mit 100 km/h in Winkel geballert. Ja, aber es war auch wieder so ein, ich sag mal, so ein typisches Fortuna-Tor wieder, was ich, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, dieses Kuddelmuddel im 16er irgendwie, und irgendwie geht der Ball dann rein. Ja, aber das Lustige ist ja, dass der, Usami hat ja im vorletzten Spiel, wo er ein Tor geschossen hat, das genauso gemacht. Er lief, war halt nur ein bisschen weiter rechts, wurde damit komisch mit dem linken Außenriss ins lange Eck knallt, aber er ist ein Spezialist für Distanzschüsse, der unentdeckt blieb, oder ist einfach der Typ Spieler, der sich in dem Moment auf den Ball fokussiert und einfach abzieht? Ja, ich glaube, das Ding jetzt gegen St. Pauli war einfach nur, er hat ihn einfach genauso getroffen, wie er es wollte, und dann schickt so ein Ball halt auch im Winkel ein. Was nicht mit 100 kam einschlug, war so ein bisschen das Spiel von Fortuna. Man bemühte sich viel, Ballbesitz zu spielen, das Spiel zu kontrollieren. Man versucht es auch deshalb, weil St. Pauli war befordert in der Anfangsphase. Die wussten nicht, wollen wir jetzt ohne Ball spielen, wollen wir mit Ball spielen. Viele Fehlpässe, viele komische Entscheidungen, die getroffen worden sind. Die haben teilweise in der Überzahl den Ball einfach nach vorne geknallt. Michael, diese ersten 25 Minuten, jetzt mal die Szene gleich weggenommen. Wie fandest du St. Pauli? Ja, St. Pauli kam anfangs überhaupt nicht ins Spiel. Fortuna war komplett dominant, hat das Spiel kontrolliert. Und Fortuna hat, wie gesagt, das Spiel kontrolliert, ohne sich Torchancen zu erspielen, aber halt Ballbesitz und schön den Ball laufen lassen. Dieses Ball laufen lassen klappte dann, als Hennings alleine vor dem Tor auftauchte, irgendwie 2-3 Mann ausspielte und den Ball dann über den Verteidiger unter die Latte geknallt hat. Micha, ist Hennings befreit von diesem Fluch, ein Leihspieler zu sein? Oder wie kommt es, dass er diese Saison gefühlt mehr Einsatz, mehr Herz und mehr Torgefälligkeit zeigt als letztes Jahr? Ja, ich glaube, er hat einfach Mitspieler, die ihn gut füttern. Und letzte Saison war halt komplett, alle Fortuna-Spieler waren eigentlich unter ihrer Leistung, wenn man sieht, wie gut die jetzt teilweise spielen. Ich glaube, der Hennings ist kein Spieler, der gefüttert werden muss, so wie ein kleines Kraftpaket, was der ist. Aber letzte Saison musste er viel mehr arbeiten. Also im negativen Sinne, er musste sich fallen lassen, er musste sich Bälle erkämpfen, er musste sich Bälle holen aus dem Mittelfeld. Er konnte nicht einfach vorne warten, bis der lange Ball kommt und dann sich gegen den Verteidiger durchtanken. 26. Minute, Abseitstor.
St. Pauli, Schiedsrichter Brüch, hat das Spiel meiner Meinung nach Weltklasse gepfiffen. Das mögen St. Pauli-Fans, glaube ich, anders denken. Aber er hat für Foul gegen John Zimmer entschieden. Kurz vor der Halbzeit, 1-2 St. Pauli. Spiel war ausgeglichener. Fandest du es auch? Ja, bis zum Tor von St. Pauli war halt von St. Pauli nichts zu sehen. Und dann schießt der Schein einfach mal aus 20 Metern drauf und der Ball landet im Winkel. Und erst ab dann hat St. Pauli angefangen, Fußball zu spielen. Wie gesagt, erste Halbzeit eindeutig dann von Fortuna. St. Pauli brauchte locker eine halbe Stunde, bis sie sich ein Spiel gefunden haben. Danach kam von Fortuna nicht mehr viel. Auch in der zweiten Halbzeit. Fortuna fiel unter Druck, ohne Möglichkeiten nach vorne. St. Pauli hat viel probiert. Man versucht es so ein bisschen mit Kampf auszugleichen, aber es gab halt wenig gelbe Karten. Fortuna hat halt noch gewechselt. Gehen wir da eben durch. 59. Minute, Osami raus, Rahman rein. 76. 81. Minute, Fink raus, Hennings raus, Nielsen rein und Kujovic rein. Also Funkel probierte tatsächlich, sich irgendwie zu lösen, in der Offensive was zu finden, aber wirklich passiert ist nicht viel. Jetzt komme ich zum Fazit des Spiels schon fast. Ich fand, in der zweiten Halbzeit wurde nur Agirchat reagiert, obwohl Funkel natürlich mit den Wechseln Akzente in die Offensive gesetzt hat, das ist eindeutig klar. Gibt's diese Saison die Fortuna-Dusel? Oder ist es eine abgeklärte defensive Souveränität? Ich glaube, es ist einfach, Fortuna steht defensiv einfach gut und sogar sehr gut, weil St. Pauli, die halt eine Mannschaft sind, die in der zweiten Liga richtig guten Fußball spielen und die sind einfach nicht durchgekommen, obwohl die wirklich 45 Minuten lang oder die zweite Halbzeit komplett Pressing gespielt, beziehungsweise komplett in der Fortuna-Hälfte gespielt haben, aber sie kamen halt nicht durch, weil die Defensive von Fortuna so gut stand. Deswegen, ich denke halt, es ist eher eine defensive Qualität als einfach nur Glück. Wir sind jetzt nach dem Spiel Tabellenführer, aber ich glaube, St. Pauli hätte auch auf 16 Punkte kommen können und wäre damit uns punktgleich gewesen. Micha, jetzt hast du gesagt, wie du das Spiel gesamt fandest. Gab es für dich noch irgendwelche Besonderheiten in der zweiten Halbzeit? Ja, Wolf war halt in der Schlussphase, beziehungsweise eigentlich auch das komplette Spiel eigentlich sehr gut und hat auch paar gute Dinger gehalten. Was halt noch zusätzlich dazu kommt zu der guten Verteidigung von Fortuna. Und ja, da ich glaube, St. Pauli hätte da noch ein paar Stunden spielen können und die hätten kein Tor geschossen. Sie ist halt stärker als Schwäche, dass Fortuna, ich behaupte jetzt einfach mal, zwei gleich gute Torleute hat. Ich behaupte zwar, dass Wolf spielerisch der bessere Torwart ist, aber lass uns das gerade mal nicht diskutieren. Ist es ein Vorteil, dass wir zwei gute Torleute haben oder nicht? Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Vor allem, wenn der Zweite mit Wolf dann auch akzeptiert, dass er, sag ich mal, der Zweite ist. Obwohl, vielleicht kann sich das jetzt ändern, wenn Rensing zurückkommt. Aber es ist halt gut, wenn man zwei gleich gute Torhüter hat, die aber dann nicht stressen oder Unruhe in die Mannschaft bringen, wenn sie halt nicht spielen. Wir haben das schon angeschnitten über die letzten Wochen, wo Wolf gespielt hat. Hältst du es denn wirklich für eine Möglichkeit, dass Friedhelm Funkel sagt, ey, ich bin von Rafa Wolf so angetan von dem Spiel, der hat das so geil gemacht, dass Rensing, wenn er in zwei Wochen wieder fit ist, nicht spielt? Ja, das Ding ist halt, Rensing ist auf der Linie, würde ich sagen, ein bisschen besser als Wolf. Dafür ist Wolf halt fußballerisch besser als Rensing. Und ja, auf der anderen Seite ist Rensing halt der bessere Führungsspieler. Und dann wird sich zeigen, ob der Funkel dann an Wolf festhält oder ob er dann sagt, ja, ich habe mich vor der Saison mit Rensing festgelegt, deswegen wird Rensing, wenn er fit ist und bei 100% wieder, dass er dann wieder spielt. Also für mich ist ganz bestätigt, was ich letzte Woche schon gesagt habe, also die Spieler sind wieder in Normalform. Ich fand es nicht gut, dass man die zweite Halbzeit so eigentlich nur verwaltet hat, aber naja, was soll man machen, wenn man am Ende gewinnt, hat man auch als Gegensprecher keine Argumente. Also ich könnte jetzt Argumente finden, wenn sie doch verloren hätten, dass man zu wenig gemacht hat, aber es hat ja gereicht. Was ich auch fand, ist, dass Osami wieder eine sehr gute erste Halbzeit gemacht hat. Ist wieder ausgewechselt worden in der 56. Wie kannst du das erklären? Mit ihm die Power, von dem wir letzte Woche über Vitorama gesprochen haben. Nee, ich glaube eher, das liegt daran, dass wenn man so eine Qualität noch auf der Bank hat, warum soll man dann nicht einfach mal einen frischen bringen? Einer, der mir besonders gut gefallen hat, ich weiß gar nicht, ob du ihn nicht zum Man of the Match wählst, ist wieder Robin Bormuth. Also ich habe in diesem Spiel zum zweiten Mal überhaupt nicht gemerkt,
Sophomore gar nicht gespielt hat, ist nicht mehr eingewechselt worden. Ist die Zeit von Hauptmann vorbei? Oder ist es jetzt nur vielleicht, um ihn zu schonen, dass er nicht wieder sich verletzt, weil verletzungsanfällig ist er ja? Ja, das ist auch eigentlich ein Luxusproblem, weil Hoffmann, ich dachte ja eigentlich, Hoffmann ist unverzichtbar fürs Aufbauspiel und für die Defensive. Und dann kommt Bormut rein und macht das halt genauso gut, so dass man Hoffmann halt nicht vergisst. Weil eigentlich von der Qualität her müssten eigentlich beide spielen. Und vielleicht müsste man mit einer Fünferkette spielen und Giesemann dann als linken Verteidiger packen. Aber ja, die Formationen machen es halt momentan nicht möglich, dass Hoffmann und Bormut und Ayhan und Giesemann spielen. Leider fällt Gül auch immer so ein bisschen durchs Raster. Okay, der ist noch verletzt durch seinen Autounfall. Aber kommen wir mal zu positiveren Sachen. Micha, dein Man of the Match. Ja, mein Man of the Match war ein knappes Rennen zwischen Ayhan und Bormut. Im Endeffekt habe ich mich für Ayhan entschieden und auch nur aus einem einzigen Grund. Das Tor von St. Pauli, da ist Bormut gegen Sahin gewesen und Bormut hat sich ausdribbeln lassen. Und das ist der einzige negative Punkt an Bormut, weswegen er nicht Man of the Match geworden ist, sondern halt Ayhan. Und Ayhan hat halt souverän gespielt, war sicher. Wenn er am Ball war, wusste man, er macht keinen Fehler und er hat halt sicher gespielt und auch gute Pässe gespielt. Und was ein großer Pluspunkt bei Ayhan war, er hat es mal hingekriegt, keine unnötige gelbe Karte zu kriegen, obwohl das Spiel eigentlich hitzig und konfus war. Und außerdem bekommt Ayhan die auch stellvertretend für die komplette Defensive, weil er praktisch dann nochmal zu der kompletten guten Defensivleistung nochmal das i-Tüpfelchen war. Und deswegen ist Ayhan mein Man of the Match. Ich muss zugeben, für mich ist Rafa Wolf diesmal wirklich Man of the Match. Der hat am Ende und zwischendrin viele tolle Paraden gemacht. Also ich hatte echt das Gefühl, der hat zwischenzeitlich die Fortuna am Leben gehalten, also die Führung am Leben gehalten, sodass ich sagen muss, ey, auf jeden Fall Man of the Match. Es war nicht sein Tag, Micha. Kannst du den Preis vergeben? Ich kann es schon. Ja, ich auch. Es war nicht sein Tag-Preis geht an John Zimmer. Er war im Spielaufbau zu hektisch. Es waren zwar in der zweiten Halbzeit waren das gefühlt alle bei Fortuna. Bei ihm ist mir das aber besonders aufgefallen, weil er hatte teilweise gute Aktionen, wo er dann halt den Konter einleiten konnte. Dann aber der Pass dann irgendwie nicht ankam, weil er den Pass dann nicht richtig gespielt hat oder dann doch ins Dribbling gegangen ist und den Ball verloren hat. Und besonders bezeichnend war eigentlich auch seine Torvorlage in Anführungszeichen, dass er den Ball einfach in drei Männer reinspielt und er schießt praktisch den Verteidiger an und irgendwie tunnelt der Verteidiger sich selbst und dann ist Henning komplett im 16er durch. Und das ist halt so, wenn der Pass halt genau durch die Beine durchkommt und Hennings ist dann durch, dann würde ich sagen, okay, aber das war eigentlich so ein kurioses Ding, dass der Pass so scheiße war, dass er wieder gut war. Und deswegen kriegt er halt den, es war nicht sein Tagpreis von mir. Jemand, der eigentlich in letzter Zeit eigentlich für dich positiv aufgefallen ist, Peter Rahmann, der kriegt von mir den, es war nicht sein Tagpreis. Ich fand halt wieder viel versucht, aber es war nichts Sauberes dabei. Also die Pässe kamen nicht an, seine Sprints gingen ins Nichts. Er hat Fehlpässe gespielt, hat keine Übersicht gezeigt. Vielleicht lag es daran, dass St. Pauli härteren Fußball gespielt hat, ohne wirklich gemein zu sein. Das ist so der einzige Grund, warum ich mir übrigens auch erklären kann, dass Dr. Felix Brüch so eigentlich nur eine gelbe Karte gezeigt hat. Micha, siehst du das ähnlich? Jetzt bezogen auf Rahmann oder bezogen auf Brüch? Bezogen auf Brüch. Ich denke mal, der Felix Brüch, für den war das so ein, ja, ich guck mir mal am Wochenende ich gehe mal am Wochenende auf den Bolzplatz und pfeife da ein bisschen rum, weil dass sich der feine Herr Champions League Schiedsrichter überhaupt Zweitliga spielt, Zweitligaspiele pfeift, war ich sehr überrascht und ich fand auch, dass er seine Sache ziemlich gut gemacht hat und dass er mit seiner Persönlichkeit und Ausstrahlung dafür gesorgt hat, dass sich die Leute, obwohl er nur eine gelbe Karte gezeigt hat, sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Vielleicht liegt es daran, dass in der Champions League wie der zweiten Liga halt kein Videobeweis gibt und dass man ihn darauf vorbereiten wollte, jetzt in der Woche wieder Champions League zu spielen. Die Champions League natürlich außerhalb des Spielfeldes, genauso wie die folgenden
Themen das auch tun. Friedhelm Funkel hat nach dem Spiel, also nach dem Spiel, viele Einzelgespräche gesucht. Micha, für mich kam die Nachricht so ein bisschen überraschend, dass er die Einzelgespräche vor und nach dem Spiel mit den einzelnen Spielern sucht. Müsste ein Trainer nicht eigentlich immer mit seinen Spielern reden? Ja, eigentlich schon, aber ich denke mal, er redet auch immer mit seinen Spielern, aber das ist halt da jetzt speziell genau auf das Spiel zugeschnitten war. Und ja, deswegen denke ich mal, das ist halt ganz normal eigentlich. Gül ist wieder im Training, Rensing hat mir angesprochen, fällt noch bis zu 3 Wochen aus. Michael, gibt's da was Genaues oder ist das so ein Schwebezustand? Ja, Rensing ist halt ein Schwebezustand. Das ist, ja, eigentlich hätte der ja schon längst fit sein sollen, aber irgendwie mag seine Rippe nicht. Und ja, ich sag mal so, Wolf macht seine Arbeit so gut. Deswegen, er soll lieber mit 100% fit sein und nicht dann 90% und dann irgendwie sich wieder verletzen oder dann keine gute Leistung bringen. Deswegen, er kann sich Zeit lassen und wenn er wieder 100% fit ist, kann er dann auch wieder spielen. Gehen wir als nächstes spielen, ist am Montag tatsächlich. Ist, glaube ich, die Woche vor dem Tag der Deutschen Einheit gegen den MSV Duisburg. Micha, die Duisburger spielen recht solide eigentlich, wenn ich auf den Tabellenplatz gucke. 8 Punkte als 14. Irgendwie 3 Punkte bis zum einstiegigen Tabellenplatz. Irgendwie zwar nur ein bis nach unten. Aber das ist das, was man von Duisburg erwarten konnte, oder? Ja, man konnte von Duisburg eigentlich erwarten, dass sie gegen den Abstieg spielen werden. Und ja, momentan sind sie überm Strich. Deswegen denke ich mal, sie werden zufrieden sein, dass sie überm Strich sind. Und wenn sie am Ende der Saison überm Strich sind, werden sie auch zufrieden sein. Also ich hoffe natürlich auf 3 Punkte und alles andere als 3 Punkte gegen Duisburg wäre auch irgendwie nicht gut für Fortuna. Aber wenn ich mir die Ergebnisse von Duisburg so angucke, dann waren schon so ein paar harakirige Dinger dabei. Meinst du, das kann wieder gegen uns passieren? Ja, aber ich denke mal, dass wenn, dann wird es ein positives Ergebnis für Fortuna sein, weil du hast wahrscheinlich die Spiele gegen Arminia Bielefeld, wo sie 4-0 gewonnen haben. Und dann das Spiel darauf gegen Nürnberg einfach mal 6-1 verloren haben. Und ja, ich denke mal, wenn es so wieder so ein Harakiri-Spiel wird, dann wird es ein 1 für Fortuna und nicht gegen Fortuna. Das hoffe ich natürlich auch. Eine Mannschaft, die auch gespielt hat, jetzt am Wochenende, glaube ich, irgendwann, ist natürlich wieder unsere 2. Diesmal ging's zum TuS Erntebrück. Micha, ich möchte mal, dass du den Namen sagst. TuS Erntebrück. Klär uns mal auf. Ja, die 2. hat bei dem Aufsteiger TuS Erntebrück gespielt und hat 3-1 gewonnen. Anfangs hatte die 2. Probleme gegen das Pressing und das schnelle Angriffsspiel der Erntebrücker. Die sind dann auch mit 1-0 in der 10. Minute in Führung gegangen. Das Tor hat geschossen Marco Rente. Aber umso länger das Spiel ging, umso besser kam die 2. ins Spiel. In der 30. Minute hat dann Hashimoto das 1-1 geschossen. Ja, dann zur Halbzeit stand es dann 1-1. Und wie gesagt, je länger das Spiel ging, umso besser kam die 2. rein. Yannick Schneider hat dann in der 54. Minute das 2-1 gemacht. Und Gül hat dann in der 68. das 3-1 gemacht. Und dann die 2. souverän und verdient 3-1 gewonnen. War mal wieder ein Erfolgserlebnis für die 2. So, kurze Info für die nächste Folge, bevor wir in die Verabschiedung gehen. Wir haben so ein paar kleine logistische Probleme. Der Micha wird wahrscheinlich den Montag im Stadion sein. Deswegen ist danach die Podcast-Aufnahme nicht möglich. Wir werden gucken, dass wir den gegen Mitte, Ende der Woche auf jeden Fall vor dem nächsten Spieltag noch veröffentlichen. Und wenn wir dann nächste Woche Montag 2 Folgen wieder hochladen, entschuldigt uns das. Wir versuchen euch mit Audio-Content zu versorgen. So. Was gibt's noch zu sagen? Uns findet ihr als Projekt Megafon auf Twitter, Facebook, Instagram, Soundcloud, iTunes. Wir freuen uns auf jeden Fall über Kritik. Wir freuen uns auf jeden Fall über die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, sagt der Maurice Wappendribbel auf Twitter. Der Michael Schimanski auf Twitter bedankt sich auch. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.